Willkommen zur Videolösung zur Serie 2 der Aufgabe 6. Hallo Tommy. Hallo Raphael. Dann lese ich mal die Aufgabe vor. Eine Ladung Steine wird von einem Kran mit konstanter Geschwindigkeit, in Klammer 5 Meter pro Sekunde, nach oben gezogen. In einer Höhe von 6 Meter über Boden löst sich ein Stein aus der Ladung. Welche maximale Höhe über Boden erreicht der Stein? Der Stein sei dem Schwerefeld der Erde ausgesetzt. Genau, also ich zeichne hier die Situation nochmal kurz hin. Wir haben hier einen Stein, der wird auf irgendeiner Plattform nach oben gezogen. Mit einer bestimmten Geschwindigkeit ist gegeben, dass ich nenne die jetzt V0, das sind 5 Meter pro Sekunde. Auf der Höhe 6 Meter fällt dieser Stein von der Rampe weg. Was passiert? Das kann man sich, sollte man sich gleich zu Beginn versuchen vorzustellen, da ja der Stein noch eine Geschwindigkeit, eine Geschwindigkeitskomponente nach oben hat, wird er sich zu Beginn noch weiter nach oben bewegen und der Einfluss der Gravitation, der Erdbeschleunigung, wird der Stein dann aber mit der Zeit immer mehr Geschwindigkeit in negative Y-Richtung bekommen. Die Geschwindigkeit nach oben wird also abnehmen und er wird dann mit der Zeit nach unten fallen. Ich zeichne jetzt das einfach mal so hin. Also der fällt nicht zur Seite, der fällt gerade nach unten. Aber für die Grafik zeichne ich jetzt das mal so ein. Ja, also diese Aufgaben funktionieren eigentlich immer gleich. Man hat eine Anfangsgeschwindigkeit und man sucht dann halt die Funktion der Geschwindigkeit nach der Zeit. Mit der Zeit kennt man diese Funktionen auswendig. Ich will jetzt aber doch nochmal kurz die Herleitung hinschreiben. Wir haben eine konstante Beschleunigung. Also man beginnt hier mit dem, was man kennt. Und was man kennt, ist die Beschleunigung. Die Beschleunigung, die zeigt in negative Y-Richtung, zeigt gegen unten. Das heißt, die Beschleunigung in Y-Richtung in Abhängigkeit von t, die ist konstant und gleich minus g minus die Erdbeschleunigung. Das Minuszeichen brauchen wir einfach dadurch, dass wir uns festgelegt haben auf ein Koordinatensystem, das jetzt in die eingezeichnete Richtung zeigt. Wenn wir die Beschleunigung kennen, können wir sofort die Geschwindigkeit erhalten. Ich nenne die Geschwindigkeit Vy von t. Das ist die Integration. Das haben wir in der letzten Serie schon gemacht. Die Integration nach der Zeit von der Beschleunigung. Das Integral von y von t' dt' plus eine Anfangsgeschwindigkeit v0. Das ist die gegebene Anfangsgeschwindigkeit 5 Meter pro Sekunde. Wenn wir das jetzt integrieren, das ist ein ganz einfaches Integral, da die Beschleunigung gar keine Zeitabhängigkeit hat, schreibe jetzt da nochmal kurz die Beschleunigung hin. Das gibt mir schlussendlich minus g mal t plus die Anfangsgeschwindigkeit v0. Wie gesagt, mit der Zeit kennt man diese
Funktionen auswendig. Also mit der Zeit sieht man eigentlich, wenn wir eine Anfangsgeschwindigkeit haben und eine konstante Beschleunigung in die andere Richtung, dass diese Geschwindigkeitsfunktion so eine Form haben muss. Mit der Zeit kann man das dann direkt hinschreiben. Was uns jetzt auch noch interessiert, schlussendlich ist verlangt, dass wir die maximale Höhe finden, welche dieser Stein erreicht. Wir suchen also schlussendlich nach diesem Punkt hier. Das heißt, was uns auch interessiert, ist die Ortsfunktion, nämlich das y von t. Und das y von t erhalten wir wiederum durch Integration über die Geschwindigkeitsfunktion. Ich schreibe das wieder kurz hin. Plus natürlich auch wieder ein Anfangswert. Dieser Anfangswert wäre jetzt in diesem Fall die gegebenen 6 Meter, weil wir unsere Bewegung auf einer Höhe von, also wir beginnen mit der Beschreibung unserer Bewegung auf einer Höhe von 6 Metern. Schreibe die Funktion jetzt noch aus. Das wären die minus gt' plus das v0 mal dt' plus das y0. Das gibt mir eine Funktion minus 1 Zweitel gt im Quadrat plus v0 mal t plus y0. Wieder ganz wichtig, wir kennen zwar alle Werte, wir kennen die Beschleunigung g, wir kennen die Anfangsgeschwindigkeit v0 und wir kennen auch den Anfangsort, also den Anfangswert der Ortsfunktion y0. Aber wie gesagt, wie ich schon in der letzten Serie erwähnt habe, wir setzen diese Werte, die Zahlwerte, immer erst ganz zum Schluss ein. Gut, die Frage ist jetzt also, wie kommen wir auf diese maximale Höhe? Und da kann man sich ja überlegen, wenn dieser Stein hier nach oben fliegt, hier hat er noch die Geschwindigkeit V0, die wird immer kleiner und kleiner und kleiner, bis sie 0 ist. Und dann zeigt sie in die andere Richtung und der Stein wird sich immer schneller nach unten bewegen. Also was man hier erkennen muss, ist, dass in diesem Punkt da oben die Geschwindigkeit Vy von t, ich nenne jetzt das Vy von t max, dass zu diesem Zeitpunkt die Geschwindigkeit in die Geschwindigkeitsfunktion 0 sein muss oder den Wert 0 haben muss. Ja, das heißt, indem wir diese Bedingung einsetzen oder ausschreiben, können wir diese Zeit t-max finden. Wenn wir diese Zeit t-max dann gefunden haben, können wir sie in unsere Ortsfunktion y von t einsetzen und erhalten somit die maximale Höhe, die der Stein erreicht. Wie finden wir dieses t-max? Wie gesagt, zur Zeit t-max muss die Geschwindigkeitsfunktion Vy muss 0 sein. Also ausgeschrieben. Wir sehen das an dieser Funktion hier. Das minus gt plus V0 und minus g mal t max plus V0 muss gleich 0 sein. Damit können wir jetzt unser t max finden.
Das sieht man eigentlich sofort. Ich kann diese Gleichung nach Tmax auflösen. Das gibt mir V0 über G. Auch hier wieder kann man sich überlegen, ob dieses Resultat stimmen kann. Einfach durch die Betrachtung der Dimensionen. Und da sieht man schnell, wir haben hier eine Einheit Meter pro Sekunde. Im Nenner haben wir eine Einheit Meter pro Sekunde im Quadrat. Was übrig bleibt, ist die Einheit Sekunde. Also von den Einheiten her kann dieses Resultat schon mal stimmen. Ja, alles was man dann noch machen muss, ist jetzt den gefragten Wert oder die gefragte maximale Höhe zu bestimmen. Das ist die Ortsfunktion zur Zeit Tmax. Und da müssen wir jetzt einfach in unsere Ortsfunktion, die wir erhalten haben, den Wert Tmax einsetzen. Das machen wir jetzt. Minus 1 Zweitel g mal. Und wie gesagt, auch hier immer noch formal rechnen. Auf keinen Fall bereits die Zahlwerte einsetzen. Das ist eine sehr häufige Fehlerquelle. Das machen wir erst ganz am Schluss. Und jetzt können wir das Ganze noch vereinfachen. Ich lasse jetzt einen kleinen Zwischenschritt aus. Der ist aber ganz einfach. Was rauskommt, ist eine V0 im Quadrat über 2g plus das y0. Und wir sehen, diese Werte, die haben wir alle gegeben. Und jetzt hier können wir ganz am Schluss, das ist jetzt das Endresultat, das formelle Endresultat, jetzt können wir noch die Werte einsetzen, welche wir gegeben haben, die Zahlenwerte. Das wären für das V0 die 5 Meter pro Sekunde. Das Ganze im Quadrat über 2 mal die Erdbeschleunigung. Das wären 9,81 Meter pro Sekunde im Quadrat. Plus das Y0 wären die 6 Meter. Das gibt uns einen Wert von 7,27 Meter. Ja, jetzt hatten wir natürlich einen kleinen Knackpunkt in dieser Aufgabe, und das war, dass man erkennen musste, dass im Scheitelpunkt die Geschwindigkeit genau 0 ist. Wem jetzt das nicht aufgefallen ist, das ist natürlich nicht so schlimm, weil man kann die Aufgabe auch noch anders angehen, wenn man das nicht sofort sieht. Und zwar, wenn man die Ortsfunktion erhalten hat und die Frage ist, was ist das Maximum dieser Funktion, kann man das natürlich auch mathematisch lösen. Man kann die Ortsfunktion y von t ableiten und Nullstellen suchen. Vielleicht fällt es auf, was macht man dann? Ja, man macht genau, was erhält man, wenn man die Ortsfunktion ableitet? Man erhält die Geschwindigkeitsfunktion und sucht dann die Nullstelle. Das ist eigentlich genau das, was wir jetzt gemacht haben. Einfach sehr intuitiv, aber das ist jetzt auch mathematisch begründet, würde ich sagen. Ja. Tommy, hast du noch Fragen? Nein, es ist, für mich ist alles klar. Sehr gut. Sehr gut erklärt. Da bin ich froh. Vielen Dank. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen.